Hallo. Hallo. So, lange nicht mehr hier gesessen. Nee, aber nicht. Nee. Stimmt. Ja, also der Fisch, der ist wieder am Leben. Der schwimmt wieder. Also, keine Ahnung, was der hatte. Der hatte irgendwie einen Pups querhängen oder Vielleicht was. ist er irgendwie wo gegen geschwommen oder so. Ja, gestern sah er auf Keine jeden Fall Ahnung, der nicht ist doch gut nicht mehr aus. der Jüngste, den machen wir ja schon ein paar Jahre jetzt, ne? Ja, und ich sag mal so, das Aquarium war von Anfang an, ja, okay, das ist immer zu klein gewesen. Aber am Anfang hatten wir nicht so viele Fische. Ne, hat man 6 Stück oder 4 Ja, und und die die haben sich. haben Junge gekriegt, immer Ja. weiter. Und jetzt sind jetzt auch noch Also Babys so drin. schlecht kann das Wasser nicht sein, oder das Aquarium, weil. Aber ich hab schon mal gedacht, vielleicht sollte man welche in die Zoohandlung bringen. Nee, wir holen so ein größeres Aquarium und dann ist die Sache erledigt. Dann stellen wir das da hinten hin, an die Couch. Dann müssen wir halt die Stelle hier entfernen und dann müssen wir da was anderes Können wir hinmachen. noch ein drittes nehmen? Nee, mal, Naja, das ist ich auch hole zu mir viel keine drei Arbeit. Aquarien, ey. Ich bin ja nicht Nein, das war bekloppt. jetzt auch Blödsinn. Das Aber wird ja immer mehr. Zwei Katzen, drei Aquarium, dann haben wir noch demnächst fünf Hunde oder was? ja, keine Ahnung. Nee, die Fische, die haben wir ja, das haben wir ja jetzt schon 3 Jahre. Und die Fische, die sind noch Die sind schon, schon so alt, ja. ja. Die sind von Anfang an da. Ja, gut, dass man Fisch krank wird. Ich meine, sie können ja nicht sprechen. Wenn sie sprechen könnten, würden sie uns sagen, mir geht es schlecht. Ja. Also mir würde, ja. Ich wollte gerade sagen, in dem Kleinen sterben ja auch schon mal welche. Ne? Das ist Ja. jetzt nun mal so. Aber die sind sehr robust. Ja. Und Im Übrigen, Malawi-Fische, Barsche brauchen keine Pflanzen. wollte ich auch gerade sagen, weil So. die Robben, die hatten am Anfang Pflanzen und Die der. robben die alle raus. Ja. Das hat keinen Sinn, das kann man auch nachlesen. Und dann hat einer geschrieben, eine Person geschrieben, wir würden Fleisch unseren Katzen geben, rohes Fleisch zum Essen. Nein, geben wir nicht. Wie geben wir nicht? Wollen wir nicht geben. Doch Menschenfleisch. Also wir zerhacken Menschen und werfen das dann da rein. Geben das den Katzen. Nein, der hat geschrieben, wir würden denen kein rohes Fleisch geben. Die würden nur Trockenfutter kriegen. Das stimmt gar nicht. Die kriegen nicht nur Trockenfutter, die kriegen auch Nassfutter. Aber wir haben komische Katzen. Die essen dann nicht mal eine Scheibe Wurst. Nee, essen soll Nix. nicht, aber Nudeln und Brot ist der Brot Chucky. will klaut er immer. Aber nicht Und. viel, nur keine Panik. Aber ich habe auch noch nie, sonst mögen die doch schon mal gerne ein bisschen Wurst oder so, ne? Ja. Nix vom Tisch, gar Nee, nix, die zwei. die mögen nur Menschenfleisch. Das schneiden wir dann in kleinen Portionen und dann kriegen die hier das Fleisch. Ja, aber die anderen Katzen, die wir davor hatten, sind übrigens auch 18 und 20 Jahre alt geworden. Ja. Die haben auch nie irgendwie so was gern gemocht. Ja, komisch, ne? Ja. Ja, es sind halt viele Hobby-Aquaristen und Katzelisten Ach, das und. war ja die, die das geschrieben hat, mit dem, dass mir die Katzen nicht artgerecht halten würden, oder? Halten, ja. Irgendwie so. Nee, wir Ich haben habe die. gedacht, das von mir auf der Arbeit nur mal kurz Wir haben überflogen. ja auch keinen Kratzbaum und die sind in einer Kiste eingesperrt, die ist 50 mal 50, die ist ungefähr so hoch. Und da sind die Katzen eigentlich den ganzen Tag über drin. Und wenn die Hunger haben, das ignorieren wir einfach. Ach Quatsch, erzählen Sie mal. Die kommen ja auch schon mal in den Garten. Nein, die kommen nicht mehr in den Garten. Der Chucky, der bringt ja auch schon mal Vögelchen mit rein, wird auseinandergefetzt hat, oder Nee, macht er nicht. Mäuschen. Nein. Das mag er. Aber sonst, so Nee. vom Tisch ist da nichts. Und wenn wir schlafen gehen, sperren wir die in den Schrank ein. Ne? Nee, Ja, nee, klar, machen wir das so. Damit die uns nicht auf den Sack gehen im Bett, weißt du? Sonst kratzen die nachher aber irgendwo dann Hunde. stand zum Schluss noch, man sollte sich mal über die Tierhaltung, ich hätte gesagt, wie die Tiere gehalten werden, die werden alle gleich gehalten. Gut, ich weiß jetzt selber, dass die nicht, Wir dass die. packen die alle zusammen in den Schrank, schließen den ab und morgens machen wir den auf eine halbe Stunde, dann dürfen die hier kurz rumlaufen und dann kommen die wieder in den Schrank, wenn wir arbeiten gehen. Ich meine, bessere Tierhaltung geht doch nicht. Oder? Aber die hat gesagt, wir würden Leichenteile essen. Also Ja. soll ich meinen Katzen jetzt Leichenteile zu essen geben? Das mache ich nicht. Genau. Und die Fische, die packen wir morgens in so ein Glas. Das ist ungefähr so hoch und so ein Durchmesser. Wir fangen die alle, werfen die in das Glas und stellen die dann so lange in den Kühlschrank. Bis nachmittags. Und dann holen wir die wieder raus und dann tun wir die wieder in das Ja, Aquarium will der rein. Trau schon der kaputte Janus. Ich wollte ihn nämlich am Sonntag in der Pfanne hauen, den Barsch. Der ist nämlich jetzt schön Wir haben den groß. ja extra gezüchtet, den Barsch, ne, weil der jetzt schön groß geworden ist. Und da ich eh nicht so viel essen kann, haben wir gedacht, machen wir lecker Fisch. Du, der
dunkle und nicht den orangenen. Ja. Schön mit Pfeffer, Salz und Zitrone. Aber schön salzen und hier, wie heißt das? Und, Draka? Nee, wie heißt das Zeug, das zu panieren? Panko. Panko, aber erst in Mehl, dann in Ei und dann in Mehl, in Panier, in Panko. Ja, weil genau. Das ist die Mehlstraße. Das habe ich jetzt gelernt. Aber mir ist das beim Panieren selber auch aufgefallen, dass das falsch war. Weil ja. Deswegen bin ich danach nochmal ins Ei gegangen. Ja gut, mein Gott. Ja, jetzt bin ich nur froh, dass der noch was lebt. Dann können wir den noch ein bisschen kräftiger machen. Dann hätten wir eigentlich was für die ganze Woche. Dann nehme ich einmal. Jetzt zeig ich doch mal, dass der wieder schwimmt, Schatz. Sonst glauben die uns das nachher, ne? Ja, mache ich jetzt gleich. Aber ich will auf jeden Fall ein Stück von dem Fisch, werde ich dann mit auf die Arbeit nehmen. Und die Kleinen, die da drin sind, die vier Kleinen, die sind alle hier geboren. Alle in dem Wasser. Alle in Feldweiß geboren. Ja, und da ist einer, der ist so, so klein. Der ist mal, wenn Futter gibt, da kommt er immer raus. Zack, ja. Guck mal, da ist auch einer in der Mitte, ein ganz kleiner. Ja. Aber der ist schon mal größer, traut sich schon richtig. Nee, aber sobald die was größer werden, dann schlachten wir die. Ne? Ach, so, und mal schön mit Olivenöl. Einer, er sagt, ich hätte mich für irgendwas, war mit dem Staubsauger gestern von deiner Mutter wieder voll, war, was mir schon gesagt hatte. Das hast du dem ach so, ja, erzählt. Nee, wenn ich irgendwann über die Mama erzähle, würdest du so daneben sitzen, als wenn du nichts damit zu tun hättest. Du erzählst mir das ja meistens dann noch schon erzählt. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich muss dir das doch erzählen. Ja, ich erzähle euch das, aber da auch gleichzeitig der Elke. Was soll die denn dann sagen? Oh, um Gottes Willen, da war der Staubsauger voll. Das ist eigentlich so unwichtig. Ich habe noch ein SMS, ein WhatsApp von deiner Mutter eben gekriegt. Ach du Scheiße, nee, ignorieren, Elke. Nur. Ja, aber das ist herrlich, ne? Es gibt echt Leute, die haben echt eine Fantasie. Boah, naja. Ach, ich muss mal gerade gucken. Zwei Nachrichten. Mit Anemie, Sticker, eine Tasse Kaffee. Hat mir eine Tasse Kaffee geschickt. Guck mal, vorher ist er noch. Wo hat sie die denn her? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also sie kann mit WhatsApp irgendwie nicht umgehen, aber schickt dir trotzdem was. Schickt ne? mir immer Kaffee, immer. Ja. Naja, Leute, nehmt das Leben nicht so ernst, bringt sowieso nichts. Kumpel von uns ist auch gestorben mit 65. Ja. Schlimm genug, naja, Leben kann schnell vorbei sein und deswegen genieß jeden Tag. Ich schreibe mich auch gar nicht mehr auf über diese... Ach Quatsch, nein, aber irgendwo ist es ja schon lustig, ne? Wir geben dir kein rohes Fleisch. Ich meine, musste Katze unbedingt rohes Fleisch essen. Guck mal, die meisten sagen ja, man soll sich da nicht rechtfertigen, aber man liest das ja doch mit und nimmt das... Die meistens die negativen Sachen doch eher ja, auf als die positive Sachen. Aber das ist schon lustig. Ich meine, dass ihr recht habt mit dem kleinen Aquarium, das habt ihr wirklich recht. Ne, das haben wir ja schon selber gesagt, weil das werden ja immer mehr, die vermehren sich ja, das ist ja Wahnsinn. Die kriegen ja andauernd Junge. Aber wenn wir ein größeres haben, nein, die müssen schon. Guck mal, das ist jetzt 80 mal 80, glaube ich. 300 Liter. Ja, das geht nicht um Literzahl, das geht darum, dass die mal schwimmen können. Also die brauchen schon so 1,5 Meter. Also, das ist wohl wahr. Oder aber wir müssen eins holen, was da an die Ecke passt und dann ist es halt ein bisschen mehr im Raum. Ne? Es kann ja ruhig was schmäler sein, aber länger, oder was meinst du? Nee, ich würde sagen, da hinten an die Wand. Aber nee, da müssen wir mal gucken. Das möchte ich. Irgendwie da hinten, das ist mir oft zu blöd. Ja, dann hängt man eins an die Decke. Oder da, wo der Kratzbaum steht. Wir haben Wir haben doch keinen Kratzbaum, Ecke. Du darfst das doch nicht verraten. Scheiße, jetzt hast du... Tu mal den riesigen Kratzbaum dahin. Ist doch nur so. Ach Elke, du solltest das denn verraten. Ich hatte noch eine Idee, da haben wir rechts und links ein Aquarium. Ja. Direkt neben dem Ofen. Und was machen wir mit den Lichtschaltern? Da müssen wir mal gucken. Wollte ich gerade sagen, da kannst du doch hinterfassen. Das steht dann... Naja, aber das sieht so blöd aus, wenn da ein Schrank mit einem Aquarium steht. Ja, viele Möglichkeiten haben wir ja hier nicht. Da sind Fenster, da ist die Couch. Einzige, wo wir es haben, ist hinten an der Wand noch ein Stück und hier. Oder wie gesagt, die Fische abgeben. Oder wir warten, bis sie dick und fett sind, dann fressen wir alle. Wir können doch mal in dem Zooladen fragen, ob die noch ein paar Fische gebrauchen können. Und dann hast du immer noch kein großes Aquarium. Ja. Aber wir haben ja Überbevölkerung und dann werden wir immer mehr. Ja, aber auch wenn nur ein Fisch drin wäre, hat er nicht genug zum Schwimmen. Die können immer nur so kurz andeuten. Und dann müssen die schon wieder aufhören, weil sie sonst gegen die Glasscheiben knallen. Das also sieht gut aus, guck mal, die flitzen. Ja, aber das ist schon gemein. Naja, okay.
lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt Fisch essen, weil der ist ja noch nicht fertig. Was ich jetzt noch sagen wollte, wenn die jetzt so in so ein Aquaristikgeschäft gehen, da sind ja noch kleinere Becken. Ja, da sind aber auch kleinere Fische drin, Elke. Oh, da war aber auch immer Lavis da drin. Und ja. Es kauft ja nicht jeden Tag einer Fische, ne? Die kriegen ja nicht immer alle weg. Da sind ja manchmal 100 Stück in einem Becken. Ja. Das waren Goldfische und das waren Riesenbecken, aber da waren auch viel zu viele drin. Naja. Alles klar, schönen Freitag. Wir gehen jetzt was essen. Ja. Ja. Ich hab jetzt Bock auf Fisch. Wo ist denn hier ein schönes Fischrestaurant, Schatz? Kannst du gut Fisch machen? Dann fang weißt ich, du doch. Dann fange ich den. Komm, hör mal auf mit dem Blödsinn. Alles klar. Würde ich niemals machen. Ich auch nicht. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Das muss sein.